Ja, hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Projekt. Nein, es ist nicht die komplette Collection, die ich euch zeigen möchte. Und wir sind jetzt gerade auch nicht auf dem NES. Nein, denn wir sind momentan auf der PlayStation 4 unterwegs. Ich möchte nämlich gerne die Castlevania-Reihe weiterführen. Und da ich das Originalmodul und Julia leider auch nicht von Castlevania 3 habe, Dracula's Curse heißt es, glaube ich, habe ich mir gedacht, komm, du hast aber immer die Möglichkeit, das über die PlayStation 4 zu spielen, in der Castlevania Anniversary Collection, wo wir auch mal einen kurzen Blick darauf werfen werden. Interessanterweise, wir haben so aktuell den 1.5. zum Aufnahmezeitpunkt, und die Anniversary Collection, falls ihr Interesse haben solltet, die ist momentan im Angebot, ne, im PlayStation Store. Ich weiß nicht, wie viel die kostet, weil ich sehe dann nicht, wenn ich die schon gekauft habe. Also den Preis sehe ich da nicht. Aber ich denke, es wird sich lohnen. Weil, schaut mal, was hier alles dabei ist. Neben dem originalen Castlevania, was wir auch schon Let's Played haben, und Castlevania 2 Simon's Quest, was wir auch schon Let's Played haben, gibt es darüber hinaus noch Castlevania Dracula's Curse, wo wir uns heute drum kümmern werden, oder heute zumindest beginnen werden. Dann Super Castlevania 4, ich glaube, das war der Einstand auf dem Super Nintendo. Dann The Castlevania Adventure für den Game Boy, wahrscheinlich ein Abklatsch vielleicht vom ersten Teil. Castlevania 2 Bellman's Revenge, nicht Simon's Quest. Was ist das? Castlevania Bloodlines und Castlevania The New Generation für das Genesis bzw. Sega Mega Drive. Kid Dracula, ein Spiel, was offensichtlich noch nie released worden ist, zumindest glaube ich in westlichen Filmen. Und ein Bonusbuch und Bonus japanischer Version, wo man nochmal ganz viel Fanservice wahrscheinlich hat. Ich bin jetzt zwar nicht so ein riesen Castlevania-Fan, der sich denkt, yo, ich brauche den ganzen Shit, aber ich finde es ganz nice, auf jeden Fall, ich mag sowas immer. Yo, nur eine Sache vorweg, das wird jetzt leider wieder ein bisschen länger am Anfang sein. Ich habe nämlich die erste Aufnahme eigentlich schon gemacht, ne? Aber es ist halt PlayStation 4-Spiel. Ich konnte nicht, mit 60 Frames aufnehmen. Das hat mich ein bisschen gestört. Deswegen habe ich mir eigentlich eine PCI-Express-Karte geholt. Mit USB 3.0-Anschluss, weil meiner nämlich keinen hat, mein Rechner. Die funktioniert aber nicht so wirklich. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich die erste Aufnahme jetzt nicht mit 60 Frames aufnehme und die zweite hingegen schon, wäre es ein bisschen blöd. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich scheiße auf die erste Aufnahme. Das heißt, ich habe die ersten paar Level schon gesehen. Ich weiß auch jetzt grundsätzlich schon so ein bisschen, worum es in dem Spiel geht. Also waren jetzt wirklich nicht allzu viel, was ich, glaube ich, gespielt habe. Aber, wie gesagt, die ersten Level sind mir bekannt. Und ja, Castlevania 3 ist, glaube ich, oder soll der beste Teil sein, glaube ich, für das NES. Ist es mega schwer. Ich habe es damals mal vor, schon ein paar Jährchen auch her, mal angefangen zu zocken. Also ich bin da auch wirklich nicht sehr weit gekommen. Habe ich immer schön auf den Bahnfahrten gezockt, weil ich zu Julia gefahren bin. Und ich fand es echt so mega schwer. Ich habe es nicht geschafft. Definitiv nicht. Und, ich hab das jetzt aber auch nicht großartig versucht. Also ich bin jetzt nicht dran geblieben oder so. Und das war echt ziemlich geil. Also es bietet ein anderes Gameplay, weil Castlevania 1 war ja, ich sag mal, ein normaler Action-Sidescroller, ne, mit unserem Peitschenhelden. Während Castlevania 2 schon eher Richtung Action-Adventure ging, wo es dann auch darum ging, Rätsel zu lösen, sehr kryptisch teilweise. Und zu guter Letzt Castlevania Dracula's Curse, was sich eher dem ersten Teil wieder widmet, zumindest vom Gameplay her. Das heißt, wir laufen von links nach rechts und es geht darum, das Ende eines Levels zu erreichen. Aber wir haben jetzt hier nämlich verschiedene Pfade. Und auf den verschiedenen Pfaden, ich habe nämlich bei der letzten Aufnahme, was auch noch mit dem Grund war, warum ich das jetzt nochmal von vorne mache, bin ich einen Pfad nicht gegangen, weil ich bin dann offensichtlich direkt den richtigen Weg gegangen, was blöd war, weil ich möchte schon so viel es geht zeigen. Sollte ich einen Pfad verpassen, werde ich das Spiel natürlich nicht nochmal von vorne beginnen und nochmal versuchen, den anderen Pfad zu gehen. Aber ich werde hier auf jeden Fall die andere Abzweigung nehmen. Und was auch noch geil ist, neben unseren Helden, unserem Peitschenhieber, Alter, guck mal allein schon, was da links steht für ein Text. Heilige Fresse, genau. Wegen dem Kreuz im Hintergrund wahrscheinlich. Nee, wir haben neben unserem Helden nämlich noch ein paar Sidekicks, die wir nach und nach freischalten können. Und ich habe hier die Möglichkeit, also das gibt es generell hier bei der Version. Das sind jetzt auch übrigens jetzt keine Metroidvania-Teile, ne? Also nicht wie Symphony of the Night. Sondern das sind jetzt, glaube ich, alles Action-Teile, die man jetzt hier hat, die ich eigentlich auch ziemlich geil finde. Ich meine, das hier hatte ich, glaube ich, sogar. Nee, das war, glaube ich, Rondo of Blood. Ich bin mir nicht sicher. Da gab es einen Abklatsch für PSP und der war auch ziemlich geil. War auch mit verschiedenen Pfaden, wie es jetzt hier in diesem Teil der Fall sein wird. Und ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, Save State zu setzen. Und ich werde an manchen Stellen Save State setzen. Einfach nur, auch um zu gucken. Hör mal, der Sidekick, weil ich kann nur einen Sidekick mitnehmen. Das heißt, wenn ich den dritten finde, muss ich mich dazu entscheiden, über den dritten zu nehmen und den zweiten zu entlassen oder beim zweiten zu bleiben und dann den dritten zu nehmen. Das heißt, ich werde dann bei der Wahl meiner Sidekicks auf jeden Fall vor wahrscheinlich immer Saves jetzt machen, um zu gucken, ob es sinnvoll ist, den auszutauschen oder nicht. So viel dazu. Ich würde sagen, dann stisseln wir einfach mal los. Start Game. Und da geht es los. Den Hintergrund habe ich mir letztes Mal schon anzeigen lassen. Weil das sah so und so komisch aus. Ich hätte das über das ganze Bild strecken lassen können, aber brauche ich nicht. Und da ist es. Das Schloss. Ich mag die Filmstreifen.
Castlevania 3 Dracula's Curse. Sehr bunt. 1990. Mein Gott, 30 Jahre alt. Während des 15. Jahrhunderts in Europa hat eine Person namens Dracula gelebt. Er hat die Hexerei angewandt, um eine Welt zu kreieren, die mit Bösem gefüllt ist. Er hat begonnen, den Kontinent Europa zu übernehmen. Und hat die Länder vom Guten zum Bösen geführt. Die guten Leute von Europa haben versucht, Dracula zu bekämpfen, aber niemand war in der Lage, es zu überleben. Nun hat sich die Belmont-Familie zusammengeschlossen. Sie wurde aufgerufen, um Draculas böse Mächte zu bekämpfen. Die Belmont-Familie hat eine lange Geschichte, das Böse zu bekämpfen. Das Volk wurde erschrocken von den Belmonts, von ihren übermenschlichen Kräften und haben gefragt, ob sie nicht ihr Land verlassen könnten. Glücklicherweise, the people found a mighty Belmont, Cultivar. Glücklicherweise haben die Leute auch einen mächtigen Belmont gefunden, der Trevor heißt. Der Fluch des Dracula hat begonnen und das Schicksal des Europas liegt in Trevors Händen. Aber schön, dass wir auch eine kleine Sequenz haben. Ich meine, okay, 1990 war natürlich schon die fortgeschrittene Zeit des NES. Ich weiß gar nicht, bis wann jetzt immer offiziell Spiele rauskamen. Oder war wahrscheinlich so vielleicht so ein bisschen sogar die Glanzzeit. Aber da, auf jeden Fall, das war dann schon zumindest hier und da mal auch gang und gäbe, dass es da mal eine Sequenz gab. So, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich weiß zwar nicht wie, aber... Nein, stopp. So. Ah, guck mal, jetzt können wir unser Profil angeben. Ich weiß, ich habe es doch schon gemacht, aber es ist auch schon wieder über eine Woche her. Weil ich glaube, Dienstag habe ich die Karte bekommen und ich wollte eigentlich Donnerstag aufnehmen. Gestern habe ich gestreamt und habe ich auch nochmal dran rumgewerkelt. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Der erkennt zwar jetzt den Grabber, aber es bringt leider nichts. Weil ich habe leider Schwarzbild. Ich meine, der schleust das Bild zwar wirklich durch den Grabber durch, ne? Das heißt, ich sehe es im Fernsehen, aber irgendwie ist die USB-Verbindung oder der USB-Anschluss. Hat keinen Bock da drauf. So, los geht's! Oh, geile Mucke. Die ist gut, die kann was. So, ja, klassisches Castlevania Gameplay. Wir können springen, wir können schlagen. So, zack. Wir finden auch Superwaffen. Die können wir aktivieren, indem wir nach oben zeigen und schlagen. Die Herzen ist leider keine Lebensenergie. Es wäre schön, wenn es so wäre, weil dann würden wir immer wieder welche finden. Nein, das ist auch wie bei Castlevania 1. Im Endeffekt unsere Munitionsanzeige. Und unsere Peitsche ist komplett aufgelevelt. 3 Stufen gibt es dafür. Oh, ich überlege gerade. Erste Level war, glaube ich, noch relativ gediegen. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Ab! 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 Es gibt hier verschiedene Superwaffen. Momentan habe ich den Dolch natürlich ausgewählt. Also halt eigentlich wie im ersten Teil. Und ich überlege gerade, im zweiten Teil, da konnten wir, glaube ich, auswählen, welche Waffen wir hatten. Das heißt, wenn wir da was gefunden haben, dann haben wir die, glaube ich, auch behalten. Bin mir da jetzt aber auch nicht so ganz sicher. Und die Items bleiben nicht sehr lange liegen. Traurig aber wahr. Naja, egal. Mit was nehme ich gerade überhaupt auf? Okay. Ich muss nur mal kurz checken, weil ich habe jetzt wieder... Ich weiß gar nicht, bei welchem Projekt ich das noch gemacht hatte. Aber ich hatte schon ein paar Projekte, wo ich Julias Laptop vergewaltigt habe, um halt mit dem HD 60S aufzunehmen. Weil 60 Frames ist schon... Also ich finde 60 Frames einfach sehr angenehm. Sehr angenehm zu gucken. Sieht einfach viel besser aus. So, flupp. Und es ist halt einfach originalgetreuer. Das hat mich damals schon gestört, als ich mit Let's Plays angefangen habe. Wo ich mich immer gefragt habe, ey, in den Spielzeitschriften, die DVDs, die sie rausgebracht haben. Die ganzen PlayStation 2 Spiele, die da gezeigt haben, die waren alle in 60 FPS. Wie haben die Penner das gemacht? Ah, okay, die hole ich mir auch noch. So, dankeschön. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen im Spiel, wir haben unendlich Continues. Kein Problem. Wenn wir ein Continue natürlich aufbrauchen, müssen wir zwar das komplette Level nochmal neu machen. Aber ist dann halt so, weil es gibt einige Checkpoints in verschiedenen Leveln. Und wenn wir dann Leben verlieren, können wir halt von den Checkpoints zehren. Wenn wir Continue verlieren, müssen wir das komplette Level nochmal neu machen. Und ich habe letztes Mal, boah, ich glaube eine Stunde 15 oder so aufgenommen. Ich bin wirklich nicht weit gekommen. Also vielleicht 3 oder 4 Level habe ich geschafft. Eieieiei. Hau ab! Dann zopf dich! Dann komm wieder her. So. Achso, ich habe jetzt hier übrigens die nächste Superwaffe, das Holy Water. Ist ganz nice, weil es behindert den Gegner ein bisschen. Das heißt, der bleibt dann kurz stehen. Kann auf jeden Fall gegen Bosse echt Wunder wirken. Ach, shit. Hier nichts. Na okay, ich dachte, da können wir runterfallen. Es kann auch immer mal sein, dass in den Wänden was versteckt ist. Geld, Punkte, weil ich glaube, ab einer bestimmten Punktzahl bekommen wir auch nochmal extra Leben. Oder halt wirklich auch Energie, die wirklich hier sehr rar gesät ist. Also Heilung. Ich glaube, wir gehen oben lang, ne? Ich glaube, schon mal die Treppe hier gerade hochrennen.
Es kann dann auch sein, übrigens, ne, dadurch, dass ich jetzt mit zwei verschiedenen Systemen aufnehme, sprich Stimme, mein Rechner, und Bild und Gameplay, Julias Rechner, dass da irgendwann vielleicht auch nochmal ein paar Asynchronitäten entstehen. Sprich zwischen Stimme und Gameplay. Aber hey, ihr seid Schlimmeres von mir gewohnt. Was haben wir hier? Nee. Stirb! 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 Auch typisch für Castlevania, jetzt haben wir eine geile Axt. Die, glaube ich, hier auch gegen den Boss ganz geil sein wird. Was wollte ich sagen? Typisch Castlevania, habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Es gibt auch so, ah, genau, solche Superwaffen gibt es auch noch. Einen, also, zack, zack. Ich schätze mal, da kommen wir vielleicht zur linken Seite hin, indem wir irgendwelche Blöcke zerstören können. Oder auch nein. Die Viecher sind so nervig, ich hasse sie. Okay. So. Die sind echt mega nervig. Die gab es auch schon im ersten Teil. Ich mag sie nicht. Ja, dann gehen wir nicht auf den Sack. Weil die ziehen auch gar nicht so wenig ab, dafür, dass eigentlich nur kleine Äffchen sind. Oder Handspecks oder was auch immer. Das hier mir auch nicht. Guten Tag. Auch ein klassischer Castlevania-Gegner. Diese komischen Totenkopftürme. Wie man auch immer sie nennen möchte. So, das sieht schon nach dem ersten Boss hier aus. Habe ich recht? Nein, habe ich nicht. Okay. Man muss ja auch nicht immer recht haben, ne? Man kann oben rechts übrigens auch erkennen, in welchem Bereich wir uns befinden, in welcher Stage, in welchem Bereich. Jetzt sind wir im ersten Level in Bereich 4. Ich weiß nicht, ob jeder Bereich seinen eigenen Checkpoint hat. Ich möchte eigentlich gerne die Axt behalten, um ehrlich zu sein. Dankeschön. Ui! Okay, okay, okay. Geht mir alle nicht auf den Keks. Wamps! Ah, hier ist der erste Boss, alles klar. Jo. Bye. Scheiße, 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 jetzt habe ich ein Problem. Jo, habe ich. Es ist deshalb eigentlich super easy. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Scheiße. Aber ich krieg dich. Also war die Axt doch sinnvoll. Ja, diese Kühlchen brauche ich immer, um das Level zu beenden. Machen wir mal, ne? Wir kriegen nach jedem Level glücklicherweise voll Energie. Und vielleicht sehen wir jetzt schon die erste Möglichkeit, wir haben jetzt die erste Möglichkeit, den Weg einzuschlagen, den wir gehen möchten. Wumms. Ich weiß auch nicht, ob es hier wirklich verschiedene Pfade gibt oder ob es dann pro Weg quasi immer eine Möglichkeit gibt, einen optionalen Weg zu gehen. Ich könnte jetzt unten weitergehen, dann würde das Spiel weitergehen. Oder aber ich gehe oben lang, wo ich quasi dann wieder zurückkehren muss. Ne, dass ich dann den unteren Pfad dann hinterher auch noch gehen kann. So, okay, und ab hier wird das Level, das Spiel schwer. So, weil hier bin ich schon echt zu oft verkackt, ne? Meine Fresse, habe ich hier lang gebraucht. Aber es wird noch schlimmer, keine Sorge. Klong, klong. Ah, die Zeit. Die Zeit ist auch nicht schlecht. Da kann ich die Gegner mit einfrieren. Klappt, glaube ich, nicht bei Bossen. Kann aber sein, dass es doch klappt, ich weiß es nicht. Dankeschön. Aber geiles Level-Design noch. Wenn man sich das mal echt anschaut und mit dem ersten Teil vergleicht, ich weiß nicht genau, von wann der erste Teil war, 88, 87 rum, vielleicht auch 86. Klar, liegen hier ein paar Jahre dazwischen. Das ist schon so ein krasser Unterschied, ey. Die konnten die Technik vom NES noch so gut nutzen. Ey. Und die Mucke ist einfach geil. Die ist einprägsam. Muss man für den Stream hier ein bisschen was besorgen. Castlevania-Mucke. So, flups. Ey. Sagen, stirb doch mal schneller. Nein! Egal. Habe ich halt Holy Water. Holy Water. Guck mal, einfach mal den damit töten. Boah, Ich habe auf jeden Fall genug Moppets von den Sachen hier. Von den Herzen. 22. Komme ich erstmal mit klar, würde ich sagen. Was ist hier drin? 23, okay. Ach, okay, jetzt haben wir hier auch ein bisschen Jump-and-Run-Passagen. Müssen wir natürlich auch unser Geschick beweisen. Selbstverständlich. Alles andere wäre auch sonst langweilig. Okay. Aber ist nicht sonderlich schwer. Das war echt das, was der NES damals konnte. Ne? Schöne Side-Scroller. Side-Scroller. Genau, schön deutsch.
Also ich glaube, hier ist nämlich der Checkpoint. Weil ich kann mich so gut daran erinnern, dass hier so viele, dass ich hier den Bereich so oft machen musste. Aber hey, so ist es. Oh, ah, hopp. Aber hier drin? Nichts. Ich dachte, da wäre was drin. Ich habe wirklich fest damit gerechnet, dass da ist was drin ist. Scheiße. Bleib stehen. Komm her, komm her. Fall gerade. Wir haben ja auch ein Zeitlimit, wie man oben sieht. Also generell können wir einfach mal da oben mal den Screen da mal anschauen. Ganz oben haben wir natürlich erstmal die Punktzahl. Darunter ist unsere Energie, wo Player steht. Oder vamos a la Player. darunter ist die Energie des Gegners. Oh, Axt ist hier gut in dem Level. Also das Endgegner, der wird ja einfach schon mal angezeigt, ne? Warum? Wahrscheinlich, weil sie es können. Rechts daneben oben ist unsere Zeit, die wir noch haben. Das scheint auch tatsächlich sogar Sekunden zu sein. BLK ist wahrscheinlich der momentane Abstand, in dem wir uns befinden. Darunter sind natürlich unsere Herzen. 31 Stück haben wir. Das heißt, wir können 31 Mal die Axt abfeuern. Je nach Superwaffe, die wir aber einsetzen, kann es sein, dass ein Schuss von der Superwaffe mehr kostet als ein Herz. Das P bedeutet, stellt die Anzahl unserer Leben dar. Links daneben, zu guter Letzt, unsere Waffe, die wir momentan ausgerüstet haben. Also Sekundärwaffe. Unsere normale Waffe ist natürlich unsere Peitsche. Hui! Nein! Alter, war das knapp. Ah, das ist nicht normal. Aha, aha. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Ich habe mir das, glaube ich, damals bei Castlevania 1 erzählt und erklärt, was diese 2 bedeutet. Aber ich habe es mir nicht gemerkt. So bin ich nun mal. Dumm. Oh, oh. Okay, das war die Scheißstelle. Ja, die Medusa-Köpfe auch echt ein mega, mega, mega klassischer Gegner aus dem Castlevania-Universum. Oh, oh, fuck. So. Ich freue mich auch schon echt auf die weiteren Teile, weil Castlevania ist eine Serie, die eigentlich, ja, okay, bis zum heutigen Tag vielleicht nicht weiterlebt, aber ich schätze mal generell für die Spielindustrie echt eine Rolle gespielt hat. Allein schon, weil man sieht, also für PlayStation 3 sind auf jeden Fall nur Castlevania-Teile erschienen. Plus jetzt nochmal die Castlevania Collection, die im vergangenen Jahr offensichtlich erschienen ist. Oh, fuck. Und es ist ja, glaube ich, auch noch im Jahr 2018 oder 17 Remakes erschienen von Castlevania Symphony of the Night und irgendwas anderem. Das ist übrigens Energie. Ich hoffe, ich sammle die mal ein, bevor die gleich weg ist. Okay, wir sind sogar gleich schon beim Boss. Jo, sind wir. Alles klar. Es ist sehr gut, dass wir die Axt haben. Wir gehen direkt mal hier hin. Okay. Hey, hör auf damit. Ich muss weg. Ja, okay. Ich wollte dich wenigstens noch einmal treffen. Hau ab. Hau ab. Ich krieg dich. Alter, es ging so viel besser als letztes Mal. Meine Fresse. Geil. Aber gut, ich wusste ja auch schon halbwegs, was mich erwartet. Prost. Trink natürlich wieder leckeren Kaffee bei meinen morgendlichen Aufnahmen. Aber ich glaube, diese römische 2 macht mich, glaube ich, stärker. So, ich nehme mehr ab. So, und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, unseren ersten Sidekick zu holen. Den kleinen Ganoven. Mein Name ist Grant. Ich habe geträumt, dass ich in einen Geist verwandelt worden bin. Bitte, nimm mich mit dir. Meine Familie wurde durch Dracula getötet. Was wirst du tun?